Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren epischen Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2, unserem First Order Account. Wir haben hier eine neue tägliche Anmeldung, kriegen dafür Kristalle zum einen, außerdem Flottenwährung und dann noch 5 von diesen Fähigkeitsverbesserungsmaterialien, die wir sehr, sehr gut gebrauchen können, um unsere Charaktere ein wenig zu verstärken. Dann gehen wir hier rein, machen eine gratis Bronzium-Karte auf und darin finden wir ebenfalls als Ausrüstung, was wir sehr, sehr gut gebrauchen können. Und dann wollen wir erst einmal hier ein Einsatzding öffnen. So, super klasse. Ihr merkt, die Episode geht actionreich los und ich habe noch viel mehr Action geplant. Denn, wie ihr sehen könnt, waren wir in der Arena zum Payout auf Rang 995 und dementsprechend habe ich jetzt die Möglichkeit, in den Store zu gehen, immer, aber vor allem in die Lieferung zu gehen und kann jetzt hierhin zum den nächsten Kanan kaufen. Zum einen das und zum anderen kann ich den nächsten SE-Teilpilot der ersten Ordnung kaufen. Guckt euch das mal an hier, superklasse. Wir brauchen nur noch 5 Splitter und dann können wir damit endlich eine weitere erste Ordnung Einheit freischalten, die wir dann auch aktiv spielen werden. Dazu kommt, dass wir eben noch als kleine Belohnung Vader erhalten haben und 3 Kristalle. Und ihr seht, wenn wir nochmal 400 galaktische Kriegtoken ausgeben, dann bekommen wir das Ganze wieder. Also 400 galaktische Kriegtoken ausgeben, ne? Das ist also richtig, richtig cool. Und dementsprechend nähern wir uns unserem Vader ganz, 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 ganz schnell. So, dann bringen wir den guten Kanan auf 4 Sterne. Damit der jetzt nämlich zukünftig noch zäher wird für sämtliche Kämpfe, die wir machen werden. Und sämtliche Kämpfe sind sehr, sehr viele in dieser Episode. Also, macht euch bereit. Die Action beginnt jetzt. So, Freunde, zuallererst schauen wir mal in unseren Posteingang, denn da haben wir ganz viele Freundschaftsanfragen. 4 Stück an der Zahl und ich kann wahrscheinlich nicht alle annehmen, denn ihr wisst ja, ich schaue immer zuerst in meine Freundesliste rein und da sehe ich dann, wer hier inaktiv ist und wie lange. Und wenn ich sehe, dass jemand länger als einen Tag inaktiv war, dann schmeiße ich ihn raus zugunsten von Anfragen, die frisch reingekommen sind. Wenn da aber keine Spieler längere Zeit inaktiv waren, dann schmeißt natürlich niemanden raus, ne? Dementsprechend kann ich jetzt auch keine Anfragen annehmen, weil meine Freundesliste voll ist. Ich grüße aber euch ganz herzlich, Flimflam007, Redsam oder Redsam, könnte das vielleicht auch heißen, oder Redsam, keine Ahnung. Und dann haben wir noch Monkey... Lawin oder sowas in der Art. Also, ne, ich muss da gerade an Monkey D. Ruffy denken. Jedenfalls grüße ich euch ganz, ganz herzlich, Freunde. Ich muss eure Anfragen aber leider ablehnen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Vielleicht ein anderes Mal, wenn denn wieder ein bisschen Platz ist. Aber ich kann natürlich den Posteingang jetzt nicht mit Anfragen zuspammen lassen. Und was wir jetzt machen, ist hier oben draufklicken. Das ist immer das Erste. Und 3-mal normale Energie aufladen. Die wir dann noch entsprechend gleich wieder ausgeben wollen. Ihr seht, wir kriegen langsam wieder ein paar Kristalle mehr. Wir haben ja 50 Kristalle extra bekommen durch das Einloggen. Dann gehen wir auf unsere Trupps. Ich habe euch ja erklärt, warum. Und dann gehen wir zuerst einmal zu ihm hier. Denn ihn hier wollen wir ein bisschen weiter ausbauen. Wir machen mal, machen wir einfach mal 5 Kämpfe hier. So, haben 4 Stück bekommen. Weiter geht's nicht. Dann machen wir hier auch nochmal 5 Kämpfe. Sehr schön, haben hier wieder 2 bekommen, ne? Also ist zwar jetzt nicht allzu viel, aber immerhin arbeiten wir uns hier langsam nach vorne. Da wir mehr Energie haben, als wir an Sim-Tickets kommen, könnten wir auch anfangen, andere Normalcharaktere zu farmen, die eventuell sinnvoll wären. Allerdings sind alle anderen normal farmbaren Charaktere hier ein wenig außerhalb unserer Reichweite. Der einzige wäre hier Kylo Ren. Bei dem möchte ich es gerne mal versuchen. Und zwar nur deswegen, weil... So... machen wir nochmal 2. Komm schon, einmal. Jawohl, superklasse. Nur das wollte ich. Mehr will ich nicht. Weil wir werden Kylo später in den Cantina-Kämpfen farmen. In dieser Episode werde ich euch wahrscheinlich auch zeigen, wo genau. Ich will ihn aber zuerst einmal befördern auf 2 Sterne. Also, Kylo Ren unmaskiert. 2 Sterne. Sehr gut. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, damit er uns zukünftig ein bisschen mehr oder besser helfen kann in den dunkle Seite kämpfen oder bei den dunklen Seite kämpfen. Ihr seht, seine Werte verbessern sich um einiges. Auch hier werden wir dann bald auftunen. Ebenfalls eine Ausrüstungsstufe, genauso wie beim Sturmtruppler hier. Aber ihr wisst ja, das Phoenix-Team hat erst einmal Vorrang. So, nachdem wir das gemacht haben mit unseren Sim-Tickets, machen wir den nächsten Schritt. Der nächste Schritt mit den Sim-Tickets ist Ezra farmen. Ezra und Hera. Also gehen wir jetzt hier auf Ezra. Gehen hier drauf und sagen gleich mal hier so, ne, ein paar, sagen wir jetzt mal so 7 oder sowas in der Art. Sehr gut. Und dann nochmal 7. Super, haben wir also hier Ezra-Splitter bekommen
Und auch ein bisschen Währung dafür. Ne, wir gehen mal in die Lieferungen. Die Dinger hier einkaufen sind auch mal sehr, sehr wichtig. Vor allem die, die wir für unsere Charaktere benötigen, für unser Phoenix-Team. Und die Lilanen kann man auch schon mal vorfarmen, ja. Haben wir nämlich all die Einkäufe getätigt. Und jetzt können wir auch hier einen weiteren Chopper-Pack kaufen. So ein Chopper-Pack. 25. Wir müssen also noch 7-mal hier 10-mal Chopper kaufen. Also 7-mal 10 Splitter. Dann können wir die nächsten Sterne erreichen mit ihm. Hier geht erstmal nicht viel, weil hier haben wir schon getan. Hier geht auch nicht viel, weil da haben wir auch schon getan. Dann müssen wir zum nächsten Payout warten. Und hier werde ich später offscreen weitermachen. Wir kriegen ja, wenn alles gut läuft, 1200 von den galaktischen Kriegsstore-Währungen. Und das bedeutet, wir können 3-mal am Tag Sepp kaufen. Also kriegen wir 30 Sepp-Splitter am Tag. Das heißt also, wenn ich den nächsten Galaktischen Krieg durchgespielt habe, haben wir 70 Sepp und können den auf die nächsten Sterne bringen. Ihr seht, der levelt am schnellsten. Das ist richtig, richtig geil. Der hat also bald 5 Sterne und der holt die anderen alle ein. Der überholt die alle. Und bei ihm dauert es ein bisschen länger bei Kanan, bis der 7 Sterne hat. Solange wir in der Arena eben noch nur in den Top 500 bis 1000 sind. Aber immerhin ist es einmal, also ein 10er-Pack Kanan am Tag und das ist schon ziemlich gut. So, als nächstes gehen wir hier rein zu unseren Einsatzzielen und kassieren erst ein paar Belohnungen. Ne? Das gibt da hier, wie immer, Energie bzw. Erfahrungspunkte und Kristalle. Ne? Das ist ganz wichtig für uns. Sehr schön. Arena-Kämpfe, Herausforderungen, Galaktischer Krieg. Das ist im Prinzip alles, was wir nur noch machen müssen am Tag. Also gehen wir erst einmal hier zu den Herausforderungen, schließen die hier ab auf Maximum für 3 Sim-Tickets. Dafür kriegen wir nämlich ordentlich Money. Money können wir immer gut gebrauchen. Und dann hier das, dann kriegen wir nämlich auch wieder Gegenstände. Machen wir erstmal hier alle 5. So. Und dann kriegen wir vor allem die Dinger hier, ne, von denen wir ebenfalls sehr, sehr viele gebrauchen können, um unsere, unser Phoenix-Team auszubauen. Super. Dann ist nämlich das hier auch erledigt. Arena-Kämpfe und Galaktischen Krieg. Galaktischen Krieg mache ich offscreen. Und Arena-Kämpfe machen wir natürlich immer onscreen. Und zwischenzeitlich machen wir andere Dinge. Gucken wir mal ganz kurz, wie das mit der Ausrüstung aussieht hier. Ausrüstung eigentlich ziemlich stabil, muss ich sagen. Wir können Chopper hier erweitern. Das wollte ich. Super, klasse. Machen wir das mal hier ausrüsten. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch das Ding. Das heißt, wir arbeiten jetzt hier erst einmal an der Ausrüstung von Chopper. Das mache ich ganz schnell offscreen. Sekunde, Freunde. Wunderbar. Dann ist das erledigt und wir gehen hier auf Upgrade. Haben Chopper damit eben auf Ausrüstungsstufe 6 gebracht. Dann überlebt er ein bisschen länger. Und auch der wird Gegenstände haben. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo die sind. Hier, ne? Zum Beispiel Gegenstände, die man erst mit einem höheren Level aktivieren kann. Das heißt, wir werden ihn hier, ne? Das sind mehrere Gegenstände. Sogar 1, 2, 3, 4 Gegenstände. Das heißt, wir werden ihm die Gegenstände geben, die wir ihm geben können. Und alles Weitere lassen wir erst einmal gut sein, ne? Wisst ihr? Weil dann fahren wir andere Charaktere. Also mache ich nochmal hier ein paar. So. Der Grund, warum ich das hier zeige, warum ich das nicht rausschneide, ist ganz einfach der, damit ihr sehen könnt, wie ich vorgehe beim Farmen und Ausrüsten meiner Charaktere. So, jetzt ist Chopper erledigt. Das alles hier geht erst mit höherem Level ab 49. Müssen wir jetzt erst wieder bei Chopper Gedanken machen. Also ist das erledigt, weil erst um die 49, 50 herum, wenn es dann auch Mods gibt, mit 50 gibt es Mods, dann fängt man langsam an, sich darüber Gedanken zu machen, ne? Auf Ausrüstungsstufe 7, haben die Charaktere auch Schutz. Und dementsprechend ist Chopper jetzt auch abgehakt erst einmal, ja? Die beiden sind ausrüstungstechnisch erst einmal abgehakt. Jetzt arbeiten wir an den Charakteren hier. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen Sepp und Kanan, Sepp ist sowieso immer der, der ziemlich lange überlebt. Deswegen wähle ich erst einmal Kanan, weil der tankt ziemlich viel. Und der ist auch ziemlich nah an Ausrüstungsstufe 6 dran. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir den als nächstes. Wir haben nämlich schon sehr viel auszurüsten hier. Herstellen, ausrüsten, wunderbar. Hier ebenfalls herstellen, ausrüsten. Sehr gut. Und dann würde ich nochmal ganz kurz zum Sturmtruppler gehen. Auch bei dem kann ich ein bisschen was ausrüsten. Dieses Teil hier. Und das können wir ebenfalls herstellen, ausrüsten. Super, ne? Dann machen wir den halt schon mal nebenbei, parallel. Und dann geht's nochmal zurück zu Kanan. Und dann gucken wir, dass wir das Zeug hier farmen. Von denen hier brauche ich sehr, sehr viele. Von diesen blauen Dingern. Also mache ich mal hier ein paar Kämpfe. Sagen wir jetzt mal 5. So. Okay, das waren 2 Stück. Das ist gut. Da kam auch noch ein Sim-Ticket, habe ich eben gesehen. Sehr gut. Dann ist das Ding hier, kann hergestellt werden. Superklasse. Hiervon brauche ich 2. Dann machen wir auch nochmal ein paar Kämpfe. Sagen wir jetzt nochmal 3 Kämpfe oder so, weil ich brauche 2 davon. Okay. So, nochmal das da. Sehr gut. Oder brauchte ich 2? Da hatte ich 2. Wie auch immer. Jedenfalls können wir jetzt das Ding hier herstellen und ausrüsten. Wunderbar. Und dann noch dieses Ding hier. Wo fehlt's? War bei diesen beiden ausgerechnet. Okay. Davon brauchen wir 1. Mal gucken, ob ich davon noch genug zusammenkriege. Wir kriegen später nochmal Sim-Tickets. Ich mache mal 2 Kämpfe hier. Sehr schön. Da ist 1 gedroppt. Jetzt kann ich nur noch 2-mal simmen. Und das wäre ziemlich cool, wenn das klappt, weil dann kann ich nämlich den Gegenstand ausrüsten wahrscheinlich. Das hier. Immer den hintersten Kampf machen, ne? Ich mach mal 3 Kämpfe hier, die letzten 3. So, super, da kamen ein paar raus. Wunderbar. Das heißt, wir können auch Kanan verbessern auf seine Ausrüstungsstufe 6. Dann ist er auch auf dem aktuellen Stand. Das Ding hier können wir ebenfalls schon ausrüsten. Das ist toll, dass wir es schon haben. Und bei Kanan wird es auch Gegenstände geben, wie den zum Beispiel, den wir zwar theoretisch herstellen könnten, aber wir können ihn noch nicht geben. Da ist etwas. Da ist etwas, okay. Das hier könnten wir ausrüsten.
und das hier. Also ihr seht, die zwei können wir ausrüsten, die drei gehen nicht. Und dann wäre auch Kanan auf dem neuesten Stand, was eben Ausrüstung angeht. Ne? Dann wäre Kanan auch fast abgehakt. Und dann geht es noch um diese beiden. Ihr seht, wir kommen sehr, sehr gut voran. Wir haben keine Sim-Tickets mehr, haben aber noch tonnenweise Energie. Und sobald wir die anderen 25 Sim-Tickets bekommen, farme ich dann, also für den Abschluss der täglichen Aufgaben, farme ich die letzten Gegenstände von Kanan. Dann sind die, was Ausrüstung angeht, auf dem neuesten Stand und können erst ab 49 wieder aktiv ausgerüstet werden. Bei ihm ist es 50, 48 wäre er der Erste sogar, ne? Also, und da haben wir den Gegenstand sogar schon zusammen, den wir bräuchten. Also das läuft echt gut. Das heißt also, es ist kein Fehler, wenn wir nebenbei auch schon mal anfangen, die anderen Charaktere auszurüsten, wie zum Beispiel unseren Sturmtruppler, ne, der auch das gleiche braucht wie hier Kylo Ren unmaskiert. Und dann bringen wir die auch schon mal auf eine höhere Ausrüstungsstufe nach und nach, wenn die hellen Seite-Charaktere abgeschlossen sind. So, und mit den hellen Seite-Charakteren gehen wir jetzt erst einmal in die Arena und gucken mal, ob wir uns hier ein paar höhere Ränge erspielen können. Zum Beispiel könnten wir es wagen, gegen dieses Team hier zu kämpfen. Vorher will ich noch mal ganz kurz schauen, wie es mit unserer Erfahrung aussieht. Wir sind relativ kurz vor dem nächsten Rang, vor Stufe 46. Das heißt, ich würde gerne noch mal ein paar andere Dinge vorher machen. Zum Beispiel machen wir diesen Trainingsdruiden-Schmuggel-Event hier. Hier können wir außen weitermachen. Rebellen-Trainings-Event Rang 3, ne? Weil dafür kriegen wir tolle Belohnungen, wie ihr sehen könnt. Gold und dann noch ein paar Rebellen. Und die hätte ich gerne vorher, bevor wir das machen. Vielleicht kann ich nämlich meine Charaktere dann auf ein paar höhere Sterne bringen. Das wäre auch ziemlich cool von diesen Rebellen. Das ist einfach ein tolles Team, oder? Also machen wir jetzt mal einen Kampf und starten dann den letzten Kampf von dem Rebellen-Event. Danach kommt der Imperium-Event und danach kommt ein Erste-Ordnung-Event. Ich freue mich drauf. Also starten wir, Freunde. Das Ding ist wirklich schwer. Hier muss man sich konzentrieren. Also gucken wir mal, ob wir es schaffen. So, wunderbar. Der erste, den wir down kriegen wollen, ist Palpatine. Deswegen fokussieren wir den mit allem, was wir haben, okay? Also drauf. So, sie macht sich unsichtbar. Sehr gut. Gegner sind schon ein bisschen schneller geworden, wie ihr merkt, ne? Wir nehmen Palpatine Zugleiste. Greifen erstmal hiermit an. Sehr schön, er hat seine Zugleiste verloren. Jetzt machen wir das hier auf Ben, damit er nur fokussiert werden kann. Nehmen Gegnern Zugleiste, beziehungsweise geben ihn Fähigkeitenblockade. Wunderbar. Vader hat seine komplette Zugleiste verloren. Das ist grundsätzlich gut. Aber der hier, der wäre als nächstes dran, der hat aber noch Fähigkeitenblockade, also müssen wir uns darüber keine Sorgen machen. Alle haben Fähigkeitenblockade, also machen wir uns da generell keine Sorgen. Das heißt, wir fangen jetzt erst einmal an, unsere Charaktere noch nicht zu verstärken. Wir greifen hiermit an, wunderbar, haben jetzt einen Bonuszug und verstärken dann jetzt unsere Charaktere. Super. Er hat nur angegriffen, jetzt müssen wir auf ihn aufpassen, dass wir das nächste Mal betäuben irgendwie, ne? So, greifen wir jetzt mal Palpatine an, sehr gut. Und machen dann das hier. Sehr schön, und greifen wieder Palpatine an. Super, er wurde langsamer. Jetzt sorgen wir mit R2-D2 dafür, dass alle ein bisschen brennen. Wunderbar. Und wieder alles auf Palpatine, was wir haben. Und jetzt ist Leia endlich dran. Hoffentlich macht sie ein paar mehr Angriffe. Ah, das waren mir ein paar zu wenig Angriffe. Er hier provoziert ein bisschen. Vader greift ihn an, das ist in Ordnung. Jetzt greifen wir wieder mit Luke ihn an. So, haben Zugleiste genommen. R2-D2 soll bitte mal Thrawn angreifen, da hofft er ihn zu betäuben. Es hat nicht funktioniert. Sehr, sehr schade. Leia soll sich bitte mal unsichtbar machen wieder. So, wunderbar. Und jetzt Palpatine angreifen. Sehr gut. Jetzt betäuben wir Thrawn, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Und dann greifen wir wieder Palpatine an. Superklasse. Nehmen wir Palpatine die Zugleiste, damit er weiterhin betäubt bleibt. Also, ne, lange betäubt bleibt. Super. So, jetzt greifen wir hier wieder an. Sehr schön. Vader schmeißt sein Lichtschwertchen, das stört uns nicht weiter. Wir versuchen jetzt wieder Thrawn zu betäuben. Der muss nämlich betäubt bleiben, sonst macht er üble Sachen mit uns. Sehr schön. Und der fängt sich ein paar Konter, das finde ich superklasse. Wir greifen mit Leia wieder Palpatine an. Sehr viele Schüsse, wunderbar. Jetzt verstärken wir uns hier, kriegen dafür Bonuszugleiste und greifen, machen mit Luke erstmal das hier, um unsere Abklingzeiten schneller durchzuzirkulieren und greifen dann Palpatine wieder an. Wunderbar. Jetzt würde ich gerne nochmal Thrawn betäuben. Sehr gut. Und dann greifen wir wieder hier Palpatine an mit unseren zwei Schüssen. Und dann nochmal ein Angriff hier. Superklasse. Die beiden jubeln jetzt. Das war absehbar. Er soll wieder provozieren. Sie macht sich wieder unsichtbar. Sehr schön. Und jetzt müssen wir halt die Tanks angreifen. Hier, es geht nicht anders. Vader greift ihn an. Wir nehmen mal einen der Tanks ihre Buffs. Jetzt machen wir Schaden auf alle und bringen Palpatine zum Brennen. Hat leider nicht funktioniert mit dem Brennen, aber ist in Ordnung. So, okay. Jetzt müssen wir wieder ihn hier angreifen. Er killt Ben. Das heißt, alle unsere Einheiten werden jetzt ein bisschen verstärkt. Wir müssen ihn jetzt angreifen hier, okay. Sie jubelt. So, jetzt greifen wir wieder an. Wunderbar. Han Solo soll bitte mal... Wir können nur ihn angreifen. Wir müssen also jetzt alles geben. Ich mach mal das da. So. Machen nochmal diese Fähigkeit hier, um meine Abklingzeiten schneller durchzubekommen. Greifen noch am R2-D2 ihn hier an. Okay, dann greife ich mit Han Solo hier an und noch einmal. Wunderbar. Können wir ihn vielleicht killen mit Leia? Leider nicht.
Vader greift an, Thrawn gibt Zugleiste an Palpatine. Palpatine greift uns an, es hat nichts funktioniert. Wir nehmen ihm mal ganz kurz seine Buffs. Wir müssen halt aufpassen, weil Luke ist fast erledigt. Das gefällt mir gar nicht. Okay, machen wir jetzt Unsichtbarkeit auf R2, dass sie nur R2-D2 angreifen können. Thrawn fractured ihn. Jetzt wollen wir erstmal Thrawn killen. Ich konnte ihn leider nicht so lange aufhalten, wie ich mir gedacht habe. Und ihr seht, es hat nicht funktioniert, dieser Plan. Also, müssen wir es anders angehen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Tanks möglichst lange betäuben. Ja? Und Palpatine und Thrawn sind beide saugefährlich. Ich habe halt versucht, die irgendwie aufzuhalten, lange, aber es hat nicht funktioniert. Betäuben wir mal ihn hier erstmal. Dann lassen wir ihn mal betäubt, machen sie unsichtbar. Sehr gut, Vader ist dran, schmeißt sie auf ihn, hat ihn betäubt, das ist super klasse. Jetzt machen wir mit Luke das da und nehmen ihm hier Zugleiste, wunderbar. Machen Unsichtbarkeit auf Ben, sehr gut. Und dann würde ich mal sagen, wir betäuben noch keinen von denen. Wir machen erst einmal Verstärken auf uns, sehr schön, nehmen den jetzt allen Zugleiste und geben den Fähigkeitenblockade, wunderbar. Bei Purple hat das nicht funktioniert mit der Zugleiste nehmen, aber ist nicht weiter schlimm. Wir greifen jetzt trotzdem mit allem, was wir haben, Purple Team wieder an. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, hauen wir weiter mit allen drauf auf Palpatine. Super klasse. Machen Feuer auf alle. Ich glaube, der Plan war insgesamt nicht schlecht. Der ist nur ein bisschen dumm gelaufen. Weil leider die Tanks dran gekommen sind. Und wir konnten nicht verhindern, dass die ihre, ihr Provozieren benutzen. Der wird jetzt provozieren gleich. Und ich kann nichts dagegen tun, okay. Müssen wir gleich mit Luke wegnehmen, das Ganze. Es ist manchmal besser, die Tanks zu betäuben, anstatt die anderen Charaktere. Je nachdem. So. Luke kann ihm das mal nehmen. Perfekt. Jetzt versuchen wir, Palpatine zu betäuben. Hat nicht funktioniert. Okay. Wir betäuben dann erst einmal ihn hier, weil der ist als nächstes dran. Sehr schön. Dann verstärken wir unser komplettes Team. Und greifen jetzt wieder Palpatine an hier. Wunderbar. Vaders Attacke ging daneben. Jetzt müssen wir an dem Tank vorbeikommen. Beziehungsweise wir können trotzdem Palpatine angreifen wahrscheinlich. Ah, Luke kann das, der kann drumherum angreifen, okay. Greifen wir Palpatine an, haben ihn betäubt, sehr gut. Weil Luke hat diesen Buff, ne, wer diesen Buff hat, kann er um Provozieren herum angreifen. Allerdings müssen wir dem hier sein Zeug nehmen. So. Okay, die attackieren Ben, wir machen nochmal Feuer auf alle hier. Sehr schön. Greifen nochmal den Tank an. Geht halt leider nicht anders, ne. Ich hebe mir mal Betäuben auf, greife ihn normal an. So, jetzt machen wir erst einmal das da. Superklasse. Greifen auch wieder normal an, dass wir schnell wieder unsere Spezialfähigkeiten benutzen können. Thrawn gibt das hier Palpatine. Tank fängt sich einen Konter. Luke wird angegriffen. Tank fängt sich wieder einen Konter. Das passt. Jetzt nehmen wir dem Tank seine Möglichkeit zu kontern und versuchen wieder ihn anzugreifen, beziehungsweise ihn... Thrawn würde ich gerne betäuben. Klappt das? Jawohl, superklasse. Jetzt greifen wieder Palpatine an hier. Sehr schön. Betäuben auch Palpatine. Verstärken unser komplettes Team wieder mit Buffs. Wunderbar. Geben den nochmal hier Betäubungen bzw. Fähigkeitenblockaden und so ein Kram. Sehr schön. Purps ist fast down. Wir haben nicht so viel Glück, was die Multi-Angriffe von Leia angeht. Das ist ziemlich blöd. Okay, Ben ist gestorben. Unser komplettes Team wurde verstärkt. Wir greifen jetzt nochmal hier ihn an. Betäuben nochmal Thrawn. Super, jetzt greifen wir Palpatine an, um ihn zu killen. Sehr schön, Palpatine ist down. Als nächstes versuchen wir mal, den hier zu betäuben. Sehr gut, das hat funktioniert. Dann arbeiten wir an Thrawn. Superklasse, der fängt sich in Konter, okay. Jetzt machen wir, nehmen wir ihm hier Zugleiste. Sehr gut, dass der nochmal länger braucht, bis er dran ist. R2 macht bitte erst einmal Schaden auf alle. Die können ruhig ihre Angriffe verteilen. Wunderbar, jetzt greifen wir Thrawn an mit allem, was wir haben. Verstärken uns zuerst einmal, kriegen ja dafür Bonuszugleiste. Machen dann das hier. Superklasse und greifen dann ihn an. Sehr gut, jetzt können wir ihn betäuben. Wunderbar, greifen weiterhin Thrawn an. Leia bleibt wieder unsichtbar und verstärkt sich ein bisschen. Ihr seht, wir kriegen nicht allzu viele Bonusangriffe. Wir sorgen jetzt dafür, dass Vader nicht einen von uns angreift. Deswegen machen wir erstmal das da. So, der kann ruhig R2 angreifen. Jetzt betäuben wir den. Wunderbar. Und nehmen diesem Tank nochmal Zugleiste. Sehr gut, dass der nicht auf dumme Gedanken kommt. Halten den also ein bisschen klein, wenn wir ihn schon nicht betäuben oder so. Als nächstes wollen wir Vader killen, deswegen greife ich ihn mal an hier. Oh, ich habe den falschen angegriffen. Das war der falsche Vader. Ich wollte diesen Vader. Sehr gut, so. Er ist der Nächste, der uns gefährlich werden kann. Deswegen alles auf ihn mit Gebrüll. Können wir ihn betäuben vielleicht sogar? Wunderbar. Dann halten wir erstmal betäubt. Betäuben den da. Sehr schön. Verstärken uns. Und kümmern uns erstmal um die Tanks. Weil die gehen nämlich relativ schnell down. Machen erstmal das hier. Und greifen Vader damit an. Dann verliert er nämlich seine ganze Zugleiste erst einmal. Kümmern wir uns um den. Die verlieren nämlich dann auch Zugleiste, wenn sie angegriffen werden. Ne, durch Han Solo, habt ihr gerade gesehen, haben die Zugleiste verloren. Wunderbar. Es lohnt sich immer, diese Zugleistenentfernung der Charaktere zu nutzen. Sich zunutze zu machen.
So, die können wir betäuben. Jetzt heizen wir, guck mal, auf die Zugleiste von Vader. Wenn Han Solo nämlich angreift, hat der eine Chance, Zugleiste zu entfernen. Seht ihr? Das hat eben funktioniert. Sehr gut. Vader ist gestorben durch Feuer. Passt ja, ne? Er hat ja eine Abneigung gegen Feuer und damit haben wir den Sieg. Und der Einzige, der sich geopfert hat, ist Ben. Ist also lore-friendly. Superklasse. Ganz viele Splitter für all die Charaktere. Reicht nicht, um die aufzutunen, aber ist ein guter Start in den Tag. Wunderbar. Sehr gut. Damit ist das Ding hier abgeschlossen. Nichts, was wir noch hier tun können, deswegen gehe ich jetzt mal hier raus. Und ihr seht, das nächste ist das Imperium-Grundlagentraining. Awesome, oder? Damit machen wir dann weiter in der nächsten Episode. Ich freue mich riesig drauf, denn auch dafür gibt es wahrscheinlich Splitter für Charaktere. Und danach kommt dann das Erste Ordnung-Training. Und das wird der Hammer. Das wird der absolute Hammer. Wir gehen nochmal in den Store, aktivieren wir eine Gratiskarte. Superklasse. Und dann... Ja genau, Imperium machen wir ein anderes Mal. Ich wollte jetzt erst einmal hier reingehen und unseren Han Solo ein wenig auftunen. Alle unsere Schurken. So, auf 45. Sehr gut. Nummer 1. Ausrüstung machen wir erstmal nicht. Den hier noch, bitte. So, perfekt. Ich habe jetzt die Ausrüstungsstufe von denen nicht erhöht. Die sind jetzt noch normal, ne? Anführerfähigkeit, auf Stufe 2 kriegt ihr eine Anführerfähigkeit. Schurkenrebellen halten 7 Tempo und 21 kritischen Schaden. Das kann nicht schaden. Ich würde mal sagen, wenigstens den machen wir auf eine höhere Ausrüstungsstufe. Allerdings kann ich das gerade nicht tun. Lassen wir es erst einmal so. Denn, wenn wir nämlich hier reingehen, zu den aktuellen Events, wenn sich das Spiel da gefangen hat, superklasse, dann ist hier das Trainingsdruiden-Schmuggler-Event, ne? So. Und ihr seht, wir bekommen hier nämlich Trainingsdruiden und Fähigkeiten-Verbesserungsmaterialien. Das kann man zweimal machen und man braucht dafür Schurken. Drei Charaktere, es müssen Schurken sein und wir haben drei, seht ihr? Ich gehe also jetzt hier rein. Im Prinzip ist es egal, wen wir mitnehmen. Wir haben eh keine Anführerfähigkeiten alle im Moment. Im Prinzip ist es egal, wen wir mitnehmen. Wichtig ist halt nur, dass wir durchkommen. Ich glaube, Fennec würde das alleine schaffen. Aber ich will natürlich auch keine Einheiten verlieren. Ganz einfach deswegen, weil ich ja 3 Sterne haben will, um es simmen zu können, ne? Für die Zukunft. So, greifen wir jetzt mal hier an. Sehr gut, Lando. Ihr seht, die machen schon genug Damage, um da auch so durchzukommen, dass wir keine Einheiten verlieren auf Stufe 1, ne? Sturmtruppen an, ist auch ziemlich cool. Okay, wunderbar. Hier ist dann der Boss schon. Und das sind die Kleinen. Wir machen auf den Boss Rüstungsschritt. Nein, wisst ihr was? Wir hauen erstmal die Kleinen aus den Socken. Sehr gut, der erste ist down. Jetzt jubeln wir mit ihm hier, provozieren. Damit wir Bonuszugleiste bekommen, müssten wir eigentlich kriegen. Sehr schön, haben wir bekommen. Jetzt greifen wir ihn hier an. Super, das war die 1. Dann greifen wir hier an. Und dann machen wir mal diesen Angriff. Ich finde ihn so cool mit Lando. Sehr schön. Und ihr seht, wenn Han angegriffen wird, während er provoziert, kriegen wir Bonuszugleiste. Ich glaube, das müsste... Oder ist vielleicht noch nicht mal aktiv. Ich glaube, das ist schon aktiv, diese Fähigkeit. Auf jeden Fall ist das super, super gut. So, auf jeden Fall haben wir das geschafft, kriegen dafür hier so ein Fähigkeitsmaterialien und Trainingsdruiden und können das Ganze jetzt noch ein weiteres Mal simmen. Wir haben noch ein Sim-Ticket und dann ist das Ding ja auch zweimal abgeschlossen, seht ihr? Und das geht dann hier über mehrere Ränge und so braucht man eben immer bestimmte Charaktere. Schurken brauchen wir öfter. Und deswegen kann es nicht schaden, trotzdem ein bisschen an Sturmtruppenhand, ein bisschen an Lando zu arbeiten, weil wir nebenbei Fennec haben, da haben wir Schurken. Wir arbeiten aber auch später noch an unseren Kopfgeldjägern und damit können wir Kopfgeldjäger-Event, Schurken-Event und das ganze Zeug können wir alles abschließen, weil alle Kopfgeldjäger auch Schurken sind, ne? Deswegen mache ich mir jetzt da nicht allzu große Sorgen. Aber gut, dann ist das Ding zumindest auch mal geschafft und jetzt gehen wir doch mal in die Arena und wollen da wenigstens noch mal ein bisschen Action machen, damit das auch geschafft ist. Vielleicht machen wir das hier. 49 sind die alle, das sind Truppler, ist auch nicht schlecht. Ich kämpfe mal gegen die. Wir sind ja mittlerweile auch schon ordentlich aufgetunt hier mit unserer Ausrüstung. Chopper ist ein gutes Stückchen stärker geworden. Kanan ist ein gutes Stückchen stärker geworden. Wir haben realistische Chancen, das zu schaffen. Wir müssen allerdings erst einmal den hier ausschalten. Ich greife mit Chopper nochmal an, weil ich will nicht, dass der provoziert. Okay. So, die machen ganz viel Schaden über Zeit auf uns. Oh mein Gott, und ganz viel Flächenschaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, der Schaden, den die machen, ist halt wirklich richtig krass. Jetzt als allererstes machen wir mal die Ehrenwache hier auf sie, damit sie überlebt. Dann machen wir das hier ebenfalls auf sie, damit sie ihre Debuffs verliert. Super. Und dann kann sie nämlich Ezra vorschicken. Und dann ist erstmal der da down. Oh Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da one-shottet er die tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Nehmen wir immer seine Buffs. Oh, alter Verwalter. Das ist echt übel. Die sind zu stark. Die haben zu starke Ausrüstung. Nehmen wir immer gerade seine Zugleiste. Ah, der hat Heilungsresistenz auch noch. Wir müssen mit ihm provozieren hier. Hoffen wir, dass die Gegner jetzt nicht gleich... Oh, dann verfehlen die auch noch. Nein, der kann um Block herum angreifen. Greift natürlich aus... Oh Gott, die sind zu stark, Freunde. Die haben schon zu gute Ausrüstung. Das ist das Problem. Schicken wir mal hier ihn vor.
Okay, der wurde einmal gekillt. Die Ausrüstung von... Mann. Die Ausrüstung von denen ist zu hoch, die haben, die Ausrüstungsstufe. Und der Level vor allem, ne? Das ist das größte Problem. Das heißt, wir haben gar keine Chance hier. Wir werden einfach weggefrühstückt. Von allen Seiten. Genau, richtig. Das Problem ist halt, Boba Fett, der macht mit seiner Rakete Bonusschaden für jeden Buff und für jeden Debuff auf unseren Charakteren. Der entfernt alles und macht dann halt fetten Bonusschaden. Und ihr seht, die Ausrüstungsstufe, beziehungsweise der Level ist zu hoch und die haben alle auch entsprechende Ausrüstung. Ich weiß gar nicht, kann man die hier sehen? Die Ausrüstungsstufe kann man jetzt hier, glaube ich, nicht sehen. Aber die dürfte auch schon auf 6 sein oder so bei den Charakteren. Und dementsprechend haben die einen zu hohen Level. Und seine Anführerfähigkeit ist auch sehr, sehr mächtig. Der gibt nämlich allen kritischen Schaden und so weiter, gibt allen Schurken noch Bonustempo und so. Also er bekommt Bonustempo, wird schneller. Das macht am Anfang halt viel aus. Das ist aber nicht schlimm. Wir müssen es nicht nochmal gegen ihn versuchen. Wir können auch hier die Truppler verprügeln zum Beispiel, das könnten wir schaffen, auf 884 oder ein bisschen weiter vorne dran, mal gucken, ob wir da noch irgendwelche Ränge finden, das erste Ordnung-Team müssten wir auch schlagen können, die sind auch nicht so stark, oder dieses Team hier, das, ach guck mal, die ist schon Ausrüstungsstufe 7, alter Schwede. Haben schon Leute mit Charaktere mit Ausrüstungsstufe 7 drin, müssen wir mal gucken, wichtig ist nur, dass wir uns in den Top 1000 halten, das reicht erst einmal, ja, ich sag mal, die Spieler, die meisten Spieler, die jetzt schon viel weiter sind als wir, stärker sind als wir, viele von denen haben Geld ausgegeben. Und ich schreibe niemandem vor, wofür sie wie viel Geld ausgeben. Aber es ist ein Fehler, hier Geld auszugeben. Es lohnt sich einfach nicht. Das ist pures Ego, sag ich mal, hier höhere Ränge zu erreichen jetzt schon. Zu diesem Zeitpunkt. Weil alles, was man damit erreicht, ist, dass man die Charaktere, die da drin sind, ein bisschen schneller fahren kann. Aber die sind jetzt nicht so sehr spielentscheidend, wisst ihr? Das ist also kein mega Vorteil. Früher hat man Kristalle bekommen für höhere Ränge. Und das war bares Geld. Rang 1 hat 500 Kristalle bekommen, glaube ich. Und Rang 2 immer noch 450 oder 400 oder sowas in der Art. Und dann ging es da runter, 350, 300, 200 und so weiter, wisst ihr? Das war bares Geld. Hier aber ist das im Prinzip nichts Besonderes, außer, dass man eben ein paar von den Charakteren, die hier drin sind, schneller farmen kann. Und das ist jetzt nicht sehr spielentscheidend. Also überhaupt gar kein Problem. Man sollte für die Arena kein Geld ausgeben oder irgendwie sich darüber einen Kopf machen. Wenn man jetzt hier nicht so gut vorankommt, es dauert halt ein bisschen länger, aber was soll's. Ja, es macht keinen großen Unterschied. Wichtig ist für mich eben nur, wie gesagt, dass ich in die Top 1000 bin, 500 bis 1000, damit ich jeden Tag 400 von den Arena-Token bekomme, um eben jeden Tag mindestens einen Kane-Pack zu kaufen. Und das mache ich auch nur, damit ich eben für das Let's Play hier gut vorankomme, um euch eben mehr zeigen zu können. Ja, das ist alles. Das ist im Prinzip nur für euch. So, Freunde, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle die Episode. In der nächsten Episode hagelt es wieder tonnenweise Action. Wir spielen dann nämlich, ich glaube, genau, wir machen den Imperium Grundlagentrainings-Event zum einen und zum anderen machen wir Kantina-Kämpfe, Helle- und Dunkelseite-Kämpfe und so Grab und natürlich Arena. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht der Ersten Ordnung mit euch sein.